Mal angenommen, Freunde, die waren gut befreundet. Aber dann sowas zu schreiben, na, schon mies, ne? Das jetzt darauf zu schieben, Freunde, oh, ist doch schlecht. Wow. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie versprochen, gucken wir uns jetzt den feinsten Trash Creme de la Creme an. Denn mal Lisa zofft sich öffentlich mit der Anna. Hi ho! Und das ist sehr interessant. Beide Insta-Stories gucken wir uns jetzt an. Wir haben sie gerade parallel abgefilmt. Es ist wirklich ganz heißes Thema. Was haben die beiden dazu zu sagen? Denn mal Lisa wirft Anna vor. Ich war deine Freundin, du warst meine Freundin. Ich hatte was mit dem Micha. Und du hast mir gesagt, du wirst nie was mit dem anfangen, denn wir sind ja Freunde. Und jetzt in der Sendung, direkt in der ersten Folge, krallst du den denn? So, was haben beide dazu zu sagen? Achtung, Freunde. Erster Tag. Ich wollte auf jeden Fall entweder mit Martin kuscheln oder mit Micha kuscheln. Mit Micha, alles klar. Mit Micha. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. POV. Von einer von denen, eine der besten Freundinnen hatte noch eine Woche vorher was mit einem der Kandidaten. Eine Woche später hat die Freundin dann auch was mit dem. Nur so POV. Ich würde euch gern so viel erzählen. Boah, krass, Alter. Ich bin so geschockt. Tag 1. Tag 1. Ey Leute, ich bin so geschockt. Manche Menschen wissen einfach nicht, die sind so charakterlos, die wissen einfach nicht, was Respekt, Loyalität und Anstand bedeutet. Oder was Freundschaft bedeutet. Deswegen trenne ich mich auch von vielen Menschen, weil die einfach nicht wissen, was Freundschaft heißt. So, ich möchte nicht mit Menschen zu tun haben, die nicht wissen, was Loyalität heißt. So. So, ihr Süßen, ich mache mich jetzt sofort. Da sind die beiden ein bisschen auf Kriegsfuß. Und ich dachte, ey, wenn ihr beide mir ein schönes Geschenk machen wollt, dann lasst doch Freitag mit meinen Freunden, und Fabio gehört ja auch zu meinen Freunden, dass ihr zusammen mit am Tisch sitzt und einfach reden könnt, wie alle, so wie früher. Ich habe mich jetzt endlich fertig gewendet. Achso, und ich bekomme hier unfassbar viele Nachrichten ja. von euch reingeschickt. Ja. Auch Screenshots von einer gewissen Person, die etwas Anna? Sagt. Leute, bitte öffnet die Augen. Ich kann alles beweisen. Es gibt unfassbar viele Zeugen, die alles mitbekommen haben. So, wirklich, ich bin einfach sprachlos. Und jetzt noch zu behaupten, nicht zu wissen. Also erstens, ja, ich habe nie gesagt, dass wir beste Freundinnen waren, sondern dass sie eine sehr, sehr, sehr gute Freundin für mich die letzten anderthalb Jahre war. Und eine gute Freundin macht sowas nicht. Sie hatte mir noch vorher versprochen. Das stimmt. Also das ist ein Ehrenkodex, eine Ethik, eine Moralfrage, ein Anstand, eine Respektsache. Und das macht man nicht. Sie würde niemals im Leben etwas mit Micha machen. Niemals, weil das gehört sich in einer Freundschaft nicht. Das hat was für mich mit Loyalität zu tun, mhm. als Freundin loyal zu sein. Mhm. Gerade wenn man von Anfang an alles mitbekommen hat, wollte ich sagen. Und das dann so darzustellen, als ob ich lüge. Es gibt so viele Menschen, die was dazu sagen könnten. So viele. Und so viele wissen einfach, dass du leider ein charakterloser Mensch bist. Ui, ui, ich lache nur noch über dich. Wirklich. Und deine Freunde. Die Malisa packt tun mir aus. Leid, dass sie mit so Menschen wie dir befreundet sein müssen. Ui. Malisa ist sehr sauer. Malisa ist not amused. Malisa ist komplett auf links gebürstet. Weil so eine Menschen wie dich. Hätte ich niemals gerne als Freundin. Ach, Instagram. Girl, Girls Reports Girls heißt, ich kläre mir nicht den Typen, der vorher meine Freundin gedatet hat. Sorry. Finde ich einfach total lächerlich. Kann ich gar nicht leiden. Und lasst mal Lisa mal in Ruhe. Ganz ehrlich. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Geht einfach nicht. Egal, was da los ist und was nicht. Und jetzt nämlich gucken wir uns die Story der anderen an hier. Du. Wo ist sie denn jetzt? Achso, ja, wir müssen ja jetzt hier wieder in den... Und dann gucken wir uns die zweite an. So, denn sehr interesting, wie sie damit umgeht. Da geht's um die Anna. Da sagt sie, Lügen haben kurze Beine, merkst du was? Das Einzige, was ich jetzt sage, weil ich wusste, dass du ein Aufmerksamkeitsproblem hast. Ui, 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 Rechtschreibung.
Man ist ja auch nicht die Beste, ne? Aber das ist creepy. Du warst nie meine beste Freundin und lacht sich tot. Mal angenommen, Freunde, die waren gut befreundet. Aber dann sowas zu schreiben, ne? Schon mies, ne? Du trägst in die Öffentlichkeit, dass du jemanden am Kennenlernen bist, aber machst du zum Thema, dass du was mit jemandem von Aito hattest. Alter, was? Ich verstehe das Deutsch nicht. Du trägst in die Öffentlichkeit, dass du jemanden kennenlernst. Also ich übersetze euch jetzt mal das Deutsch. Du trägst in die Öffentlichkeit, dass du jemanden kennenlernst, aber machst zum Thema, dass du was mit jemandem von Are You The One hattest. Zur selben Zeit. Warum? Weil du wieder mal Gesprächsthema sein willst. Okay, das wissen wir nicht. Zeig Beweise, liebe Anna, ja? Was meinst du? Worum redest du da, ja? Dann mach keine kryptischen Zeilen hier. Und zeig Beweise zur gleichen Zeit. Ist das so gewesen? Dann zeig das, ne? Du erzählst was von Loyalität, dann lüg deine 100.000-Abonnenten nicht an. Und erzähl denen mal, ja, das hat ja damit nichts zu tun, ne? Was haben jetzt die 100.000-Abonnenten, die Zuschauer mit euch beiden zu tun, ne? Sie wirft dir vor, du hast gesagt, du wirst niemals was mit Micha anfangen, weil du mit ihr befreundet bist. Nimm doch mal Stellung dazu. Das ist so Gaslighting, so Umkehr, ich mag das nicht. Wenn die dann von verschiedenen Dingen, du bist ja die Schlechte, du bist das ja. Ja, aber Fakt ist, aber sie sagt doch was ganz anderes. Sie sagt dir etwas, wieso fängst du was mit dem Typen, mit dem ich was hatte? Nimm doch einfach Stellung mal dazu und sag warum. Wir wollen nicht wissen, ob Melisa jetzt jemanden anlügt oder so. Nee, wir wollen jetzt wissen, was sagst du dazu? So einfach ist das, ja? Erzähl dir mal, seit wann du wirklich Single bist und dass du in einer absoluten Scheinwelt lebst. Was sie privat dann macht und nicht, das geht uns ja theoretisch gar nichts an. Du öffentlich machst da mit dem Typen rum, dass du zur Freundin gesagt hast, du würdest ihn niemals mit der Kneifzange anfassen, ja? Ich will mit dir nichts zu tun haben, weil du den Unterschied vom echten Leben und Trash nicht mehr kennst. Boah, harte Nummer, die Frau, ja? Good morning, Leute! Ich wusste halt, ne? Es ist ein paar Stunden erst live und schon muss man sich zu Wort melden. Ich habe es euch angekündigt, es war so klar. Ich will denen jetzt wirklich nicht mehr Aufmerksamkeit schenken. Die merken einfach nicht, wie lächerlich sie sich machen. Hilfe, manche verlieren sich in diesem Business, so traurig. Aber nimm doch einfach mal Stellung dazu. Oh, ich kann das schon nicht leiden. Ich kann dazu halt auch nicht mehr viel sagen. Weil das ist halt einfach lächerlich hochtausend. Ich kann ja wirklich okay. drüber lachen. Ja, okay, aber wir können aber gerade nicht drüber lachen. Wir würden gerne wissen, was da dran ist, was du mal Lisa sagt. Ja, da können so viele nur drüber lachen. Und deswegen werde ich das jetzt auch nicht weiter thematisieren. Das hatten wir ja schon bei Ex on the Beach. Die versuchen halt auf deinen Nacken immer jetzt wieder Gesprächs... Oh, ist das schlecht, ne? Das jetzt darauf zu schieben, Freunde. Oh, ist das schlecht. Thema zu sein. Und wissen halt einfach nicht, wie lächerlich sie sich damit machen. Das ist traurig. Ich würde denen am liebsten Hilfe anbieten. Wow. Nerv ich bitte nicht weiter, sonst mache ich mal POV auf deinen Nacken. Und by the way, du wirst verlieren wie letztes Mal. Ich will mit dem Menschen wirklich nichts mehr zu tun haben. Hilfe. Okay. Naja, jetzt hoffe ich, dass ihr alle einen schönen Start in den Tag habt. Und ja, gucken wir da mal, ne? Ob ich noch mehr erzählen soll. Weißt, dass du das Gleiche fühlst. Ja, da sind wir mal gespannt drauf. Und dann. Aber Valentina ist nicht gemeint. Gina meine ich auf jeden Gina Fall. Gina ist nicht gemeint. Und, genau, das klärt sie nochmal. Vor allem, das finde ich immer so witzig. Die reden immer dann übereinander, alle sagen nicht, wer gemeint ist. Dann sag doch direkt, sprich die Person doch direkt in den Storys an. Mach ich doch auch so. Wenn ich öffentlich Beef habe, ich spreche ja die Person direkt an. Und dieses eine gewisse Person hat gesagt. Und die gewisse Person hat gesagt, dass die gewisse Person gesagt hat. Mann, schreib doch den Namen aus. Butter bei der Fische, ja? Mal los. Und sonst hier nur ein bisschen Werbung. Genau. Und das war's. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt, wie es auf Aito weitergeht und dann, was Melisa dazu sagt. Erinnert ihr euch noch, als ich die Sneak Preview hochgeladen habe und gesagt habe, ich bin auf Melisa gespannt, was sie zu dem Ganzen sagt. Und ja, ne, Melisa. Jetzt bist du auch mit den Emotionen drin, diskutierst mit, machst mit, kannst nicht neutral sein, wie du selber sagst. Das können wir oder manche Reaction-YouTuber auch nicht. Ich bin auch nicht neutral, ich sage meine Meinung. Und ja, ich hoffe, du fühlst jetzt, was wir machen.
dass wir da auch gerne mitreden. Und ja, Freunde, was denkt ihr eher? Was ist damit bei Lisa los und was ist mit dieser Anna? Oder redet einfach nur mal von der Sympathie her. Wem sympathisiert ihr jetzt eher hier? Wen glaubt ihr eher? Auch wenn wir natürlich noch nicht den kompletten Sachverhalt mit irgendwelchen Beweisen kennen, weil die beiden sich bedeckt halten. Das fand ich auch mal schön. Also wenn ich irgendwie mit jemandem Streit habe und irgendjemand will was bewiesen haben, ich beweise das sofort. Wie mit Aline Bachmann, ich sage, hier sind die Beweise und zeige euch Screenshot. Genauso wie mit Mike, als er mich hat versucht zu erpressen, habe ich nicht. Ich habe selber dann den Chat hochgeladen, wo er mich mit erpressen wollte, um euch zu zeigen, ich lüge nicht. So. Also deswegen, kommt mit Beweisen. Das ist immer das, was am meisten uns interessiert, wenn man was in die Öffentlichkeit trägt. Alles andere ist immer schwammig und ja, führt zu nichts. Eure Meinung gerne sachlich in die Kommentare und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt dran und wenn ihr News zu den Themen habt, schickt mir das gerne per Insta-DM. Ich freue mich drauf. Dankeschön, tschüss zusammen.